schön und willkommen bei Max Beachshop. Wir sind schon ziemlich weit gefahren von zu Hause weg, sind jetzt gleich in Beverstedt. Wir sind jetzt in Beverstedt. Da kaufen wir ein Auto, ein ziemlich wildes. Und ihr seid dabei, wisst ihr Bescheid? Kommen wir Klassik Mobile Wieting. Hier ist auch ein Klassik Mobil für uns. Ja. Oh, die neue Frisur wird erstmal gekämmt. Ja. Geiler Kamm. Läuft bei dir. Ja, ich hab alles, ganz alles wild. Ich extra mitgenommen. Ich bin doch wohl gestylt. Ich bin voll in der Fülle. Gestylt, sagt er. Vorstellen, das ist das Auto, heute abholen. Das ist ein Peugeot 203 von 1953. Ziemlich wildes Auto, ziemlich wilde Optik. Mit Selbstmördertüren, Winkern. Ich hab das Zündschloss nicht gefunden. Geil, aber hat immer einen Schlüssel. Immerhin, ne? Geiles Ding. Ist doch wild. Wie, der muss doch immer eins haben. Fachgerechten Reparaturen hier. Ach du Scheiße. Das ist kein Problem. Wird ein bisschen sauber gemacht, dann wird hier einen hochgebraten. Alter, ist das wild. Haben sie ein Blech drauf genietet, ne? Ja. Und wird einer hochgebraten, dann ist das gut. Das ist doch die ultimative Gurke hier auf dem Hof. Kann ich weiß auch nicht, für Zündschlüssel ist es schwer. Hä? Was ist denn das? Naja, 53 war die Welt noch ein bisschen anders. Anders, ja. Aber irgendwie muss man den ja anlassen können. Was ist das? Das ist ein Handschuhfach. Das ist doch geil, da einfach in der Mitte vom. Das ist ja geil. Das ist französisch. Aber die Reparatur schon, das könnte von mir sein. Ich sag, das ganze Auto wird so aussehen. Das auch? Das ist der wildeste Oldtimer von allen. Aber gut, der hat auch nicht gerade den dicksten Oldtimer-Preis. Sag mal. Warte, ich muss erstmal. Ich muss, komm mal nicht raus hier. Hier kann nicht viel passieren bei dem Ding hier. Oh, sterb gleich. Da haben wir schon Bremsenreiniger rein. Da läuft er gleich, Alter. Der Filter leer? Ach, der ist auch sogar neu. Der Filter ist aber furztrocken. Das ist alles neu, aber Filter ist furztrocken. Ja, kann er aber Ewigkeiten warten. Ein bisschen Bremsen rein, dann läuft er wahrscheinlich. Wollen wir mal probieren. Willst du den kann gleich kaputt machen, oder was? Leerorgel meinst du vielleicht. Guck mal hier. Wie sieht das denn hier alles? Das ist doch alles gesund. Der Motor ist doch total geil. Ich ja, finde den gut. Eine geile Batterie hat der hier, eine richtige Bosch hier drin. Die unliegende Nockenwelle hat der? Ja, glaub ja, ne? Fände ich nicht ja, oben klar, drauf. Die haben den Seiten gesteuert. Kann ja nicht, der hat die Zylinder oben. Aber hat 12 Volt Batterie, gut? Ja, ist doch gut, ja. Also nichts mit 6 Volt, das war alles gut. Das ist schon mal ganz gut. Schöne Mate auch. Wäre schön, wenn er keine schöne hätte. Schöne Batterie, schöner neuer Keilriemen. Der ist top, der Wagen bei mir. Hier, hier, der Behälter für die Rostigkeit. Das ist Glas. Ist aber drin? Nö, das wäre zu einfach. Ein geiles Geschäft mit dir. Ich finde ihn halt witzig. Das ist für den Grund. So, mal gucken. Haben wir ein bisschen was zum Sprühen oder was meinst du? Oh ja, der hat was. Du musst ja in der Kamera rein, weißt du? Genau. Aufschieben. Bist du auch drin? Aufschieben. Dann starten sie erst. Meinst du, der brennt hier drin? Dann komm, schieben wir raus das Ding. Ja, recht hast du. Jo. Na komm, was passiert? So, Zündung war auf Schalter, da. Starterzug war hier. Ah, ein bisschen mehr noch vielleicht. Ein bisschen weniger Schok vielleicht. Fast da, ne? Ohne Kraftstoff geht's nicht. Nichts drauf, ne? Der Filter ist trocken. Das ist kein Sprit. Hast du Sprit? Ja. Cool! Wir mögen Sprit. Das ist doch cool, ist das doch deiner Sau. Sonst alles gut bei dir? Guckst du hier? Grüß dich. Na? Ja, ohne Sprit kann nicht viel kommen. Ah, der Filter ist doch nagelneu. Jan meinte zu mir, damals, wo ich den gekriegt hatte, da hatte er den Tank angeklemmt. Vor Licht auf dem Kanister. Das erste Mal, dass er aus eigenen Tank startet, verstand ich jetzt. Mal gucken. Warte mal, wo geht denn der hin? Irgendwo, wo der mit dem Deckel hier. Da vorne, da hoch, da geht er rein, da ja. Da geht er immer nach hinten, das ist schon mal ein guter Anfang. Und da den Kanister ran. Das ist schon mal ein guter Anfang. Da eine Pumpe? Oh, der hat eine Handpumpe. Oder ist das ein Belader, hast du eine Handpumpe da? Bei den Dingern? Normalerweise schon. Aber das ist. Der Handpumpt nicht mehr so viel.
Aber die Pumpe ist halt nichts mehr, kann ja auch sein. Hier, da ist nicht mehr viel los. Es kann auch sein, dass die Membran mittlerweile die Fritte so ist. Hart gebrochen geworden ist, dass die gebrochen ist. Ah gut, Jan hat den, glaube ich, noch reingefahren damals. Also der fuhr hier auf jeden Fall rein. Mal gucken. Das sind ja mal so Gummimembranen. Ja, ja. Nicht reinkippen, die wollen wir hier rein. Nö, doch, hinten rein. Das bringt doch nichts. Ja, das muss doch hinten rein. Na gut, mir ist das egal. Ja, wenn wir ihn jetzt vorne reinmachen, dann läuft er 3 Sekunden und dann war's das. Ja, kann man ruhig hin, passt schon. Ja, mach. Mach, was du willst. Deswegen. Oh, die ist aber neu, die sieht nicht durchgegammelt aus. Oder? Vorne, der Schlauch ist neu, aber die Leitung. Ja, aber der Schlauch. Aber schlecht sieht die von außen. Die sieht, zumindest das Metall, guck mal, ab, hier ist Metall. Ja, ja, das Metall haben die da rausgeschoben. Die haben schon nicht mehr da. Beste ist hier der Schlauch, die Wasser, die so nach und nach ausgesiegt ist hier. Was macht mein Abschlepper? Der fährt. Der Abschleppwagen fährt bei mir. Läuft wieder eins. Der fährt, der war letztens noch in Frankfurt. Der hat alles getan. Ist auch bei dem Fernsehen die ganze Story, auch mit dir. Das war das Fernsehstar. Das ist ziemlich am Anfang, ne? Das kann ich jetzt so nicht sagen, darf ich auch so nicht sagen. Aber wann es losgeht, weißt du. Ja, nächste Woche. Nächste Woche geht's los, ja. Also jetzt hier, diesen jetzt kommenden Montag. 20.15 Uhr. Ist da Sprit drin? Also ich sehe noch nichts. Also ja, müssen wir ein bisschen tüdeln. Ein bisschen orgeln, damit die Pumpe sich anzieht, glaube ich. Schätze ich. Weiß ich nicht. Das ist Französisch. War Französisch vor 100 Jahren. Komm, bin ja gespannt. Was er gleich macht. Auf jeden Fall. Das ist total witzig jetzt. Ich habe das gesehen, ich habe gesagt, das muss ich haben. Das sieht halt so ein bisschen so aus, als hier, als muss das so. Oder auch nicht. Da wird nichts kommen, glaube ich, so kriegst du nichts. Wir könnten höchstens, wenn wir jetzt hier orgeln, nur mit Bremsenreiniger sprühen. Kommt was? Okay, ich habe mich noch schlecht gut geschissen. Kommt da echt was? Stimmt, da kommt was. Ja, das ist doch geil. Das stimmt, doch ich sehe was kommen. Und ich tue Scheiß hier so rum. Das ist doch geil. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Also die Pumpe schon mal nicht im Arsch, das ist schon mal ein guter Anfang. Da macht die schon mal ihren Job. Ich fange ja nicht an, weiß ja. Wisst ihr, was ich meine mit wildem Auto? Also wild kann der. Der hat irgendwie alles, was so ein Klischee-Oldtimer haben muss. Winker, Selbstmördertüren, aber dafür 4 Türen. Keine Gurte aufgrund des Baujahrs. Ein Vierzylinder. Und der hat einen absoluten Gurkenfaktor, weil der wird nämlich überall an jeder Ecke nur genietet und nicht geschweißt. Kommt irgendwie aus Holland, der Wagen. Also das ist schon sehr interessant, das Ding. Echt geil. Für die Kiste, ne? Finde ich auch. Hinter ich glaube auch schon mal, ne? Nicht irgendwie so. Aber Tank ist noch vorhanden. Ja. Und Tankfühler hat er auch. Den hat mein Holländer hat den wohl auch mal gemacht, technisch wenigstens. Den ganzen Rest hat er nur geguckt. Okay, gut, dann würde ich sagen, dann probiere ich nochmal, was passiert, wa? Ja, verdammt, kennst du eigentlich? Ja. Wenn Jan kommt, der will ich so gerne vor Kamera. Na, ja, das ist gut. Muss den mit Rücken zu Jan. Ein bisschen mehr Show. Thank you.
drei Sätze wurde er nochmal mitgenommen, ne? Oh, du weißt doch nicht, wie lange der läuft. Ja. Und wenn der Tank voll ist, dann läuft der. Ja, so ganz toll läuft er doch. Ja, in der Wackel ein bisschen, da macht aber nichts. Die Mauerleiter sind noch gut. Das ist schon mal ein guter Anfang. Fahr doch mal ein Stück. Dann weiß ich, wo der erste Gang ist. Ja, probieren. Geh lieber studieren. Pass auf, Vorsicht, ich muss in den Haken zur Seite machen. Gut. Dann langt doch. Na komm, ich probier mal wieder ein Fahrtwurf. Ah ne, da sind Schaltdings drauf. Warte mal. Guck mal. Eins müsste dann hier sein. Guck mal, was passiert. Bewegt sich doch! Ja, guck mal, er bremst! Aber bremst sogar! Scheiße! Jetzt haben wir auf dem Hof! Aber nicht so weit weg, nicht, hätte mir so weit schieben müssen! Gut, ne? Ja, war das Feiner gleich davor. Wir sehen uns heute Abend von der Gegend. Der ist auch von mir. Oh, der stinkt aber ganz schön nach Auto jetzt. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß wohl, ich kenne ihn wohl. Mein Lenzer. Ja, da liegt der muss ein bisschen sich eingerufen. Der Motor ist ja gut. Ja, hier. Den bremsen wir nachher nochmal irgendwo und dann ist cool. Ja. Ich glaube, das funktioniert, das Auto. Das ist gut. Das war Ding. Ja gut, das ist auch nur so ein typisches Ding, was halt immer irgendwo drin steht, ne? Aber kann auch nicht viel dran kaputt gehen, da ist ja nicht viel dran. Ne, sehe ich ähnlich. So eine Maschine und so weiter hat das alles geladen, ne? Sieht so aus, ja. Da war mal einer dabei, ist aber alles gemacht worden bei dem Ding, so wie es aussieht wenigstens. Ich habe Zündung noch an. Ich glaube, die machst du bei dem Ding. Der hat kein Zündschloss, der hat nur einen Zündschalter. Da ist hier aus. Ja. So, Lenkradschloss. Der hat auch einen Schlüssel für draußen. Ja, aber braucht nicht damit. Ja, cool. Das Auto ist doch cool. Da war jetzt schon, hat sich schon gelohnt. Also ich würde mal sagen, da war mal irgendwie ein Holländer bei, der hat total daran rumgebastelt an dem Ding. Deswegen, jetzt ist total, die Scheiße, einer der Unterboden wird wild sein. Das ist hier. Das was soll denn passieren? Der hält doch. Da kriegen wir, da kriegst du auch ein H-Kennzeichen wieder am Ende ganz gut. Ja. Aber ich finde die Farbe ein bisschen hell. Ich kenne dunkler. Ja. Lackiere ich ihn nochmal. Das ist eine Scheißkarre. Na, mein Schatz. Da ja, bei dir. Ja, alles gut. Guck ihn dir an. Geil. Fand ich eine Schönheit. Aber läuft oder? Erstaunlicherweise ja. Ja. Ich habe den ersten Gang bis da vorne und rückwärts zurück. Ja. Und ich habe ihn von Hand ausgemacht. Er ist nicht ausgegangen. Perfekt. Michi, heute Abend, Roadtrip. Ich habe erst mal zu meiner Seite gesagt, dass ich heute Abend schon mit dem Ding gespielt habe. Alter, ich sehe uns sowas von heute viel übergefahren. Ja. Denn die ganze Arbeit muss sich doch irgendwie lohnen. Und jetzt auf eigene Achse nach Hause? Nö, auf den da. Nee, können wir auch nicht machen. Der Behälter für die Brennflüssigkeit ist komplett leer. Der ist rausgesifft oben. Ja. Wir müssen ein bisschen Wartung machen. Aber ich glaube, dass er heute Abend fährt. Ich weiß nicht, wo der Blinker geht. Da hat er gerade geblinkt. Haben wir nicht drauf geachtet. Ich weiß aber nicht. Also auf jeden Fall war hinten Licht war an Bremse oder was. Muss jetzt. Licht hattest du nicht an, was Bremse. Bremse geht schon mal. Ja. Ja. Ich glaube, der ist technisch okay. Weil ich schätze mal, das war so eine Holland-Tüdelbude. Hat sich ein Holländer irgendwie zurechtgefummelt. Ja, ja. Guck mal, allein schon waren da von der Dinge her. Guck mal, wenn du das Blech hier anguckst, dann weißt du genau, was mit dem Auto los ist. Guck mal, das hier und guck mal da so hinter. Alles schon geil, wie die Tür aufgeht. Ja, ne? Ja, ja. Da muss ich gar nicht drauf sehen, was macht er denn da? Geil. Total geil. Also ja, total. Das Ding ist irgendwie zusammengehalten. Da hat er sich irgendwie auf irgendwelchen Scheiß zusammengebaut. Ich glaub fast. Die
Nee, das ist doch fast original. Die können original sein. Ja. Das aber die Nieten da links nicht. Das ist so eine Nietbude. Aber neuer Deli. Würde ich sagen. Ja. Ja, es sind Datenblatt, da wurde gerade Hollandpapiere, ne? Vielleicht kann man den wirklich mal tüffen. Die Schrauben da drin, guck mal. Das ist die Schrauben. Geil. Das fällt nicht mehr auseinander. Das ist halt der. Hat er auch gesagt zu mir, das ist die letzte Gurke, ne? Ja. Und deswegen hat er ja auch einen Gurkenkurs. Also heißt ein Gurkenkurs. Aber. Ja, mal gucken. Der Preis ist in Ordnung. Ja, der Preis ist. Aber ein normaler Ultramar-Käufer würde den niemals kaufen. So ein Rentner so. Kommt mit Fliegermütze. Ja, du vielleicht. Du bist ja auch wild. Bist ja auch kein normaler Rentner. Also für 3,5 oder was? Warte, kannst du. Machen wir Gewinn, Michi. Ja. Sonst geht ja, ne? Vom Ding her. Auf einer Art Karpetive wäre die Farbe geil. Bisschen dunkler noch vielleicht. Ja. Dunkleres Grau, ne? Das ist hellgrau. Vielleicht mache ich hier nochmal. Kommt ja nochmal meine Lackierbude. Aber den müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen folieren. Der muss richtig wild werden. Ja, Mann. Ja. Evil Knievel oder so. Ja. Der ist richtig wild. Da muss was dran. Und da auch solche Schrauben auf der Seite hier? Die ganzen Dinge sind belungen. Ich sehe da schon Flammen vorne dran. Die Türen, ich finde, ob die Winkel noch gehen? Ich glaube nicht, dann werden die nicht dran. Ja, auch. Probieren. Aber alle Türen gehen schon mal auf. Das Armaturbrett, guck, wie das vorgeschraubt ist, einfach nur. Und ein Blech. Was ist das denn? Kann man drehen. Lüftungsdüse? Heizung hat der nicht. Doch. Wasserschlauch, der geht. Gartenschlauch. Echt? Sommerauto. Wo war denn mal der Haken? Da war der, ne? Da kommt er raus. Ne? Der Gartenschlauch. Okay, wenn wir tauschen könnte, eventuell problematisch werden. Ja. Kühlung könnte aber allgemein problematisch werden. Kann das sein? Der hängt der dran. Das ist der Heizungskühler. Ist der denn offen? Der ist auch nicht angeschlossen, komplett nein. Nicht, ne? Nein. Der Kreislauf ist trotzdem da. Ja. Der Kreislauf ist die Frage, ob man den Deckel noch aufkriegt. Das ist halt so ein typischer Oldtimer, der hat sich ja totgestanden irgendwo. Ja, das da war Wasser drauf, wir haben schon mal geguckt, weißt du das noch? Gut, das ist alles prima. Nee, ich habe immer noch nie gesehen. Hast du Öl mal geguckt? Dann ist hier das ist mehr Öl im Wasser als... Ja, das war auch scheißegal, was das denn alles. Aber der läuft doch, was willst du denn? Oder? Guck mal, das ist ein Schlauch hier. Das ist eine gute Frage, das ist ein Magnet vielleicht. Also. Wasser kommt da auch mal drauf. Ob Thermostat da noch aufgeht, ob es überhaupt noch da ist, das Thermostat? Da wird sich irgendein Holländer wird gefummelt haben, Alter, ich schwöre dir das. Ja. Aber der hat 12 Volt, das finde ich ganz geil. Wie so ein Topolino, der hat auch 12 Volt. Das Typenschild ist ja auch geil, ne? Ja, das ist total geil. Das ist ja schon Kunst. Alles, ja. Das Auto ist halt. Das Auto kannst du eigentlich als Auto nicht gebrauchen. Was ich, es ist einfach. Bei uns im Museum ist das so geil, ne? Mega. Total. Habt ihr jetzt hier geile Autos schon da im Museum? Ja. Wild, ne? Wenn du das so siehst, da die alten Dinger hier. Guck mal, der hat gelbes Abblendlicht. Ja. Ist das? Gelbe Birnen drin. Ich auch mal. Da gegurkt, ja. Hier nochmal genietet. Ja. Der hat dann noch einen Unfall gebaut, weißt du, ja. Kommt nicht mehr drauf an. Lass mal. Ich arbeite ja immer ein bisschen nach, pass mal auf. Der findet noch alles glatt. Ja. Und dann kriegt der einmal ein dunkelgrau, wie der Abflappwagen, das Grau. Ja, genau. Das Ausfallkeilat müsste drauf sein. Ne? Und dann einmal hier, und dann auch so ein Haargutachten. Das sehe ich gar nicht mehr so. Zu Mannschaft wird er dir als Haargutachten. Alter, das Ding, guck mal, von 53. Ja, überleg mal, wie alt das Teil ist. Wir sind das hier. 69 Jahre. Fast so Jahre. Alt wie ich. Wollte ich gerade sagen, fast dein Jahr. Fast so alt wie ich, ja. Sind dann 69, ne? Ich bin nicht so ein Manager-Genie. Wir haben jetzt 24. Ja. Guck mal, die 69 oder 53. Ja, das war fein, dann bin ich ja auch erst 70. Ja, geil. Stimmt. Okay, gut. Also ich meine, du meinst, der ist schon ein paar Jahre älter. 73 Jahre. Daran sieht man, Gurken kennen kein Alter. Nee, Gurken gibt's immer. Gurken kennen kein Alter. Jahrzehnt. Guck dir den Auswärtsbehälter an für die Bremsanlage hier. Für den. Ja. Guck mal, mit einem Glas. Mit einem Glas. Und das Glas ist aus Nassau. Und ist locker schon 50 Jahre alt. Ja. Da war früher mal Marmelade drin. Ja. Guck mal, hier haben wir eine Scheibenwaschpumpe drin. Das ist für die DDR-Halterung. Ja, das ist der Halter. Neue Hupe hat er gekriegt hier. Den haben wir einer gemacht. Ja. Ohne Scheiß jetzt. Ja, siehst du den ganzen Kabel? Guck mal, ganzen Kabel sind noch alle neu. Alle Bastelpunkte sind neu. Ja. Der hat er nicht richtig Mühe gegeben. Gut, der hat er nicht viel davon, ne, von diesen Bastelpunkten so. Ne? Das ist ein richtiges Auto. Ja. Ich glaube, das.
damit Eier wir rum. Pass mal auf. Ja. Na gut, müssen wir von den Gurkenrest lernen. Hofrunde machen, Leppe, wie die. Wir noch gar nicht hingeguckt. Ja. Oh. Steig mal ein in einen neuen Hobel. Ist doch geil, oder? Ich verstehe gar nicht, warum die Selbstbehörden verboten haben. Ja, weiß ich auch nicht. Der Fußgängerschutz ist des Todes mit so einer Karre, Alter. Ja. So, zünd doch den Schalter alles an. Und dann, oh, oh, sofort da. Läuft. Ja, cool. Richtig cool. Das ist das Beste daran. Voll stolz drauf. Steht hier. Ich würde ja schicken, nur wie ein Topolino. Ja, ja, ein bisschen ja. Läuft wie verrückt. Der wird mal gucken hier. Nee, der muss auch weiter rüber. Du hättest uns Zentimeter hier rüber. Ich würde aber trotzdem packen. Dann hätte er so eine Asphaltgrenze. Ja. Pass doch. Dann wollen wir die Pfütze laufen hier. Ja, das kann er. Geiles Auto. Ich mag das Auto. Als Peugeot-Löwe. Weißt du, der kennt das ja von den ganzen neuen Dingern. Ja, ja. Und das ist der Großvater von der ganzen Scheiße. Wie willst du den hier festmachen? Das ist schon wieder ein Problem. Ja, in der Axtteile wahrscheinlich, denke ich. Und nicht, dass du gleich wieder alles auseinander schießt. Aber der springt so wieder an, ne? Ja, auch hinlassen. Und dann vor allem, der das die Steigung so schafft hier, ne? Also das ist schon... Ist ja gut. Also, guck, hat er heute Abend fahren wir damit? Ja, ja, klar. Müssen wir wissen, wie der blinkt. Arm raushalten. Das ist denn dunkel genug, da braucht er nichts mehr. Ja. Das wird mal ein neuer Danny Driver. Ja, der wollte es immer drüber haben. Jetzt musst du auch hier diese LED-Blinker holen, wie am Leichenwagen. Diese Billigdinger von eBay. Ja, aber das ist ja so ein Auto, weil selbst wenn ich Scheier drum, was du damit machst. Ja. Also ist es also für die Oldtimer-Szene jetzt nicht so. Boah, da will ich nicht lachen. Oh, ich glaub, wenn du den verhunzt. Da gibt's Schlimmere. Ja. Wie lange hat Fiedig? Ich glaube, der hat ihm 4 Jahre. Scheiße. 4 Jahre repariert und keiner hat ihn gekauft. Ach, das weißt du. Weißt du, was ich meine? Ja. Der geht ja heute Abend auch essen. Weißt du, wie glücklich der war? Ja. Aber der hat auch keinen Gewinn mitgemacht. Da haben die Bleche reingehauen, da kannst du nur mit einem E-Schweißgerät, mit einer richtigen Elektrode ran. Hast du gesehen, die Bleche? Die sind doch aufgeklebt. Nicht der Unterboden checkt von dem Ding, Alter, mit Obergurke. Ja. Wir sollten dafür davor vom Montag gucken, bevor wir den fahren. Ja, ich auch. Einfach, dass wir sich umbringen mit dem Teil. Weil das steht ja auch schon 10 Jahre rum. Oh, das ist alles zu retten. Das ist geil. Ja. Das ist alles geschmaut. Alles gut. Das kriegst du, das ist wunderbar. Dann, was meinst du, kann man auf so ein Auto TÜV und H-Kennzeichen kriegen? Ja, klar. H weiß ich nicht, aber TÜV auf jeden Fall. TÜV wird witzig. Ja, H auch. Und warum sollst du kein H drauf kriegen? Ja, weil ich ihn noch lackieren werde wahrscheinlich. Und Michi mit dem Folie, hat er schon gesagt? Genau. Nein, das ist schon gut. Das ist, das da, wirst du schon, da wirst du irgendeinen finden, der dann H drauf kriegt. Was hat der wohl einen Hubraum haben? Ich hab mit dem Papier nichts drin. Ich schätze 13, 14 oder so. Ja, ja, mehr ist das denk, nicht. Mehr ist das nicht, nee. Ne? Und um 40, 45. Ja, was soll der mit einem H-Kennzeichen? Der kostet auf ein halbes Jahr, wenn du ihn so anmeldest. Ja, stimmt. Ja. Kostet nichts. Umweltzone fahren würde. Gut, der hält doch keine Umweltzone an, das ist ein Oldtimer. Ja. Der braucht ja auch noch keine AU und so, ne? Das nee. Braucht er auch nicht. Nee. Alter, du hast weniger mit dem Ding. Das hat keine Zeit. Dein Auto ist verschwunden. Den sehe ich schon. Ja. Ich habe den da gesehen, der hat gedacht, der hat jeden Gurkenfaktor. Erfüllt der. Der nimmt alles mit. Mehr Gurke als das denn geht wirklich nicht. Ja. Warte, ich muss auf selber reporten. Ich halte mich die Kopfhörer an. Und ich habe nicht mal richtig geholt, Alter. Alle sagen, ihr habt ein neues Auto. Ja. Das ist, ja. Also mehr wie der geht ja nicht. Ja. Also China-Auto haben wir der von Erich, der kommt mal da. Ja, gut, der ist ein bisschen mehr Oldtimer. Ja, und Harry seine Dinger noch. Ja.
eine fahrende Pferdekutsche, aber das ist ja doch ein Auto hier, das Ding. Das sieht doch aus wie ein Auto. Wollte ich gerade sagen, mit Erich sein oder mit den Topolinos willst du ja auch nicht rumfahren, aber mit dem schon. Ja. Komm, das Ding, mit dem Topolino, weißt du, so hier, da passt ja auch nicht rein. Nee. Da packe ich mit dem Lied. Der denkt, ich hätte dafür 100.000 Euro bezahlt. Ja. Boah, Alter, Max, krasses Auto. Ja. Was ist das denn für ein Auto? Das hier der Topolino für Dicke. Topolino? Ich schätze, der Harry kennt den wohl, den Wagen. Weiß ich nicht. Den 203, doch, der ist ja... Weißt du? Doch, ich kannte den ich auch. Ich habe mein Leben sind ja schon mal ein 203er Peugeot gesehen, ne? Ich kannte den aber schon. Aber hab nie drauf geachtet. Nee. Ich finde den halt nur geil, weil er diese komische Lackierung hat. Weil er so aussieht, wie er aussieht. Das ist diese ganzen Flächen dran. Guck mal, haben sie mal ausgebeult. Das ist ein Hammer von innen. Ja, die Läufer, die können auch von mir sein. Ja, genau. Hier, der Spachtel, kann auch von mir sein. Hier, der gerissene Spachtel, der könnte genauso von mir sein. Oder hier, die können. Ist das geil. Ist auch ein geiles Auto. Ja, absolut. Ja, Schiff und Haar, was meinst du? Gleich morgen. Fall. Gleich zum TÜV hin. Gleich hätte brauchen kann ich mal nachdenken. Hinvermängeliste holen. Ja. Ein Haar kannst vielleicht machen mit Glück, weil das Ding echt schon steinalt ist. Ne? Alter, der hat nagelneue Bremsleitungen unter. Ja, hab ich gesehen. Ich glaube, wir fliegen gar nicht mal so auf der Nase, wenn der da auf der Bühne steht. Ne, das ist nicht so schlimm. Würde eher auseinanderreißen, das Ding. Wenn der Typ hätte noch schweißen können, wäre da was reingeworfen. Ja. Ja, der hat es ganz schweißgerecht gehabt. Das ist eben so ein Holland-Ding, halt. Da hat einer Holländer mal gemeint. Aber der hat das überall auf gutes Material gesetzt. Also kannst du da drumherum verschweißen. Das hat wieder. Ja. Aber guck mal, alles geht ja. Bremse geht. Kicksen geht. Und gut nach Hause. Gut für Hand. Ja, wir brauchen ja nicht von Hand zu fahren. Gott sei Dank. Wie findest du bei Mitsubishi da? Der ist auch geil, ne? Ja, der ist auch schick. Wie geht's dem LKW? Das ist eine erste Frage. Wie geht's dem LKW? Ja, ja. Ich glaube, da trauert ja noch ein bisschen hinterher. Ne? Alle waren erstaunt. Ja. Hat keiner mit gerechnet, dass die Straße kommt. Das wäre noch wert. Lass mal auf, damit fahren wir dann ein paar Wochen mit hier bei Wietingen vor mit H-Kennzeichen. Ja. Neu lackiert. Aber ich hätte gerne ein dunkleres, weißt du, so ein dunkles Grau, so ein Vorkriegsgrau. Ja, ja. Wie die früher immer so vor, die kennt man ja eigentlich, die nennen ja nicht grau, aber die sahen halt grau alle aus. Ja. Diese Farbe, die immer jeder Farbmodell A hatte, Hauptsache schwarz. Genau. Da muss man vorne noch so Militärscheinwerfer anbauen. Alter. Aber das ist so eine Spielwiese. Da kann man so eine Parodie für jeden Oldtimer-Fahrer, das Ding hier. Ja. Also das Potenzial ist unerschöpflich. Und guck mal, der ist sogar von mir tauglich. Absolut. Ja, ja. Meine Frau will da sicherlich einsteigen. Der nächste Italien-Roadtrip ist gesichert. Eine Türpappe. Das ist echt eine Pappe. Ja. Eine echte Pappe, ja. Ja, Mann. Guck mal, hier ein Blech reingenietet. Hier ist nichts geschweißt, alles genietet. Ja. Der Typ hatte doch kein Schweißgerät. Aber eine Nietzsche. Wenn er ein Schweißgerät gehabt hätte, hätte er geschweißt. Alter, einen schwarzen Dachhimmel. Reingetackert. Wild. Siehst du das? Ganz wild, ja. Das Auto ist sogar. Die Details alleine schon. Ich feier das Ding. Hoffentlich gehen die Winker, das wäre cool. Das wäre cool, das muss man ausprobieren. Aber ich glaube nicht, sonst wären die nicht da. Na, wer weiß, vielleicht musste er das ja auch. Meinst du, in Holland? Holland ist auch TÜV. Da war doch keiner mit beim TÜV. Aber da noch nicht, zu der Zeit nicht. Meinst du, wo Jan den gekauft hat, dass er sich irgendwie, der hat ja auch den TÜV-Prüfer gefragt, was er macht, der sagt. Ja. Nee, obwohl er meinte, er so richtig H-Kennzeichen nicht. Ja. Ich glaube, der ist gar nicht mal so viel. Also wenn er ein Blinker wäre, dann wäre der auch hier gelb. Ja. Der ist kein Blinker. Ja gut, der hat auch weiße Scheinwerfer, die gelb leuchten. Ja, darf der aber, glaube ich, vom Alter her. Der darf auch hier, deswegen, winken tun sie noch. Ja. Die gleichen hat Harry und Topolino auch. Nee, in Deutschland darfst du das nicht. Aber der hat auch rote Blinker. Er darf auch vom Baujahr her rote Blinker haben. Guck mal, 53. Die darf er auch original halten. Ja, 1953, überleg mal, die Witwe ist von 69 und die ist schon steinalt. Ja. Das wird wild. Das wird richtig wild. Das war ein guter Kauf, da kannst du sagen, was du willst. Das ist schon ein Spaß für dich. Ah, vor allem, wenn wir heute unseren wilden Content damit haben. Ja. Aber für euch jetzt nur so nebenbei, wir gehen jetzt was essen, ne? Wir jetzt als Gang. Und wenn wir was essen gegangen sind, dann fahren wir nach Friedeburg und dann packen wir das Ding. Wir müssen ein Auto abholen. Hast du vergessen?
Ja. Darf man nicht vergessen, das ist recht. Ja, ja. Ist der dann angemeldet? Der ist angemeldet, ja. Ja. Können wir rüberfahren. Ja. Ist doch erst ein Jahr über den TÜV, also kein Problem. Glück haben wir, rennt da noch einer rum, da irgendwo in der Halle, den können wir gleich verkaufen. Ja. Naja, und dann fahren wir nach Friedeburg, packen ihn auf die Hebebühne, gucken ihn einmal durch. Müssen wir mal, geht nicht, Alter. Das Ding ist hier über 70 Jahre alt. Ja, dann können wir den mal Kennzeichen ranmachen und losfahren, das geht nicht. Und dann gucken wir dann, wenn das alles okay ist, dann fahren wir das Ding. Ja. Dann reiten wir den, wie er noch nie geritten wurde. Ja. Schöner Wilhelmshaven zum Meckes. Ja, live in. Ja. Aber guck mal, die Fenster von dem Auto gehen noch alle Tage los, ne? Ja. VW Passat kriegt das heute nicht geschissen. Ja. Deswegen kauft euch einen Peugeot. Nee, tut's nicht. Wenigstens nicht den. Den vielleicht. Nee. Weiß ich, kann man sowas kaufen? Nein. Warum das denn nicht? Das Blech. Guck mal hier einfach. So geil, ne? Ich feier ihn. Aber was fällt dir auf hier? Wenn du mal genau guckst. Das ist genietet. Nee, das sind keine Nieten. Was ist das sonst? Das ist doch genietet. Meinst du, da am Ende noch Schweißgerät gehabt? Ein Schweißpunkt. Der letzte Blech hat noch ein Schweißgerät gekriegt. Hast du ein Geburtstagsgeschenk gekriegt? Oh, der Grill war aber blau hier, ne? Stimmt, der Grill war aber blau. Ja, der Grill war eigentlich mal. Der war auch blau. Auch wieder gearbeitet ist. Guck mal, den kann man selber so bauen. Der hat einen Unfall gebaut mit dem Grauen. Der ist irgendwo mal gegengefahren. Da ist er blau. Oder bist du gerade irgendwo dabei? Nee, ich glaube, dass der von der Grundlage. Ich habe so richtig witzige Ideen, so auch von der Optik von diesem Auto. Ja. Da kannst du so viel raus machen. So viel witzigen Scheiß raus machen. Also, ich würde Flammen oder Haifischmaul, irgendwie sowas würde ich da dran sehen. Irgendwelcher Scheiß. Schön in Olivgrün. Militär. Ist das ein Ami? Ja. Machen wir hier. Peugeot machen wir mit Chevrolet. Genau. Der Löwe, Alter, guck mal, für Arbeit, die da reingesteckt haben damals. Das ist schon Kunst. Das ist so handgearbeitet. Ja. Siehst du das? Und das war auf die Nase gefallen, weil er vorne verblank ist. Genau. Da ist mal gegengeklopft irgendwo damit. Die Nase ist nach hinten geschubst. Bisher glaube ich, der kommt weiter als hier Topolino. Hoffen wir, denn der Kurbel war auch cool. Auch bei der Kurbel wird er nämlich hier haben. Das Loch hat er nämlich, ist das? Ja. Jetzt drehe ich mal wieder gerade von meinem Qualitäts-Oldtimer. Guck. Oh, da ist der Blechkern, sogar was gesehen. Oh, perfekt. Ja. Schon repariert. Ja, du würdest sagen, dass wir Jan im Füßlagen bezahlt, haben wir den schon. Ja. Hofrunde müssen wir noch machen. Hofrunde, stimmt. Hofrunde ist auch wichtig. Ich hab Bock auf Hunger. Weißt ich du, wir wollen so einen Landgasthof, wollen wir anfahren. Und dann haben wir auf dem Schirm schon Ewigkeiten, ja. Alter. Parken können ein bisschen eng werden. Auch noch ein bisschen. Da kannst du halt die Straße mitfalls parken. Ja, geht. Offene Straße. Offene Straße. Am Oldtimer, wir dürfen das. Gottlab Main, hier steht mein 190er. Oh, noch Petras, aber bald meiner. Ja. Wahrscheinlich. Aber es ist ein Diesel drin. Ah, der von innen besser, aber ne? Der Lack ist schon geil. Ah, den kriegst du aber rauspoliert, den hier, ne? Ja. Also ich glaube, den eher als unseren. Für unseren kriegst du aber auch nochmal hin. Aber und der hat mehr Ausstattung. Ein E-Fenster. Junge, wilde Karre. Ja. Aber noch was hier? Ein Gurkenecken haben wir schon mit so einem Peugeot haben wir was getüdelt, aber der Peugeot, der ist. Macht mir Angst. Der Honda da hinten, der ist schon ganz geil, der Zoll. Aber also, der ist ja nicht gerade günstig. Nee. Obwohl, den hätte ich auch so gedacht, so der Gurkenecke. Aber so Gurke ist ja auch nicht, ne? Der ist überhaupt nicht Gurke. Ich nehme an, das liegt dran. Hat der überhaupt einen Markt? Ja, ne? Ja, doch. Der Zoll, ja, wegen rausnehmbares Dach und so. Nee, das ist eine Automatik jetzt, ne? Also die Leute, die sowas haben wollen, die kaufen keine Automatik. Ah, sag mal nicht. Automatik ist, weil die meisten machen nur Automatikführerschein. Ja. Die machen keinen Anschalter mehr. Ja. Also Autohandel, Automatik geht doppelt so schnell weg. Da kannst du mir dann auch irgendwelche Limousinen, was weißt du, so diese Passat-Limo, die früher keiner haben wollte, kaufen, die Automatik sind. Ja, aber 3,9. 3,9 ist so viel Geld. Ja. Boah, für 3 können wir den nehmen, ne? Das wäre gut auch. Können wir mal vorschlagen. Ja, er hat ja wir gesagt, er macht 50-50. Ja, genau. Also, so eine Teilzeitbetüdelung. Hat vorhin noch gesagt, wenn du mit uns wieder rumfährst, kommst du nur wieder auf Unfug. Dann kaufst du wieder irgendwelche Autos, die du eigentlich gar nicht brauchst. So sieht man, wie den Thunderbird von A nach B schiebst. Ja, da wurde die Lenkung jetzt im Arsch. Ja, die pisst. Kann auch nur ein Schlauch sein, verdammt. Ja, ist kein Schlauch, eine Leitung. Mach mal Leck weg drauf. Kennst du Leck weg? Ja, geh nicht, dann spritzt er so raus, dann kann ich denn. Dann geht der Spritz weg. Ja. Ja, Automatik? Ja. Dann ist wieder Wetter, wenn du was. Das ist eine Rentnerkiste, glaube ich, gewesen. 50 gelaufen. Sieht man an der Reifen. Guck, die Reifen sind so alt wie das Auto. Aber er hat ja auch viel TÜV nur gehabt. Ne? Also viele Autos, wo hier war letztes Mal, alle verkauft. Verkauft, das hat er nur angesetzt. Klingt gut hier, ne? Ach, der ist ja.
Viel Zeit, Vater, schnapp ihn dir. Du wirst immer so einen haben. Der ist doch schon angemeldet. Den verkaufst du dann. Aber das alte Kennzeichen kann er behalten. Mit den Löchern drin. Das weiß ich auch nicht. Nee, das. Das verstehe ich bis heute nicht. Nee. Vorne geht, finde ich. Aber innen ist der auch richtig geil. Ich finde den innen richtig schön, den Wagen. Das ist ein TI, ne? Mit 143 PS, ne? 192 PS. Ja. Ein Sechszylinder drin. Den 573.000 gelaufen. Gerade eingefahren. Mit Gasanlage. Und das Heck, wie gesagt, Heck, da bin ich raus, ne? Bei den Dingern. Ich fand die gut, die Dinger. Genau wie die Mercedes-Compact. Also den Compact E36 mache ich mittlerweile. Ich glaube, mit dem Motor lässt er sich das lustig fahren. Alter, ich glaube, der geht nur quer. Der geht nur quer. Gerade fährt er nicht. So müssen wir mal gucken, dass wir mal irgendwann mal den Taunus da hinten noch verdielen. Zum Halbpreis. Den Platz von dem Peugeot. Mal gucken, was kommt. Der Tempo, drei Rad, oder was meinst du? Ja, das wäre auch gut, ja. Der Tempo, der würde auch gut hinstehen. Der würde auch gut hinstehen. Ja. Nicht für mich, sondern der Platz, wo der jetzt. Ist der Platz frei jetzt? Der würde auch gut im Museum stehen. Da kommt der Volvo gleich hin. Den sehe ich auch eher bei dir irgendwie. Ein Tempo-Dreirad ist cool, finde ich, den, weil der so geschlossen ist, für sich selber. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da. Wie gesagt, denk mal dran. Ich bin mit 80er Jahren aufgewachsen. Ja. Das ist für mich das ist so alt, wie das. Ja, ja. Ich finde das nur geil, weil das so eine Gurke ist. Ja. Das ist dann noch wenig in Ordnung. Der Tempo ist dann noch ein bisschen eigenständig. Ja, das ist doch, aber guck mal, das ist doch so ein Zeichen. Das finde ich so geil. Ja, aber das ist doch geil. Guck mal, das ist doch hier. Natürlich das ist ein geil. Zeichen dafür. Gurken gab es schon immer. Ja. Damals und heute. So, dass wir das Essen fahren. Ja, unbedingt. Sonst kriegen wir den heute Abend nicht mehr ins Laufen so richtig. Fahrt ihr vor Seck und ich tüdel ihm hinterher. Ne? Genau, so machen wir. So, jetzt sind wir hier bei so einem Museum. Kaskade, oder wie das heißt, keine Ahnung. Da steht ja alles. Was ist denn eine Kaskade? Oh, ich hab nie gehört. Der kann auch Rolle fahren. Hier ist eine Wasserpumpe. Das ist das hier. So was habe ich mal irgendwo anders gesehen, auch irgendwo mitten auf dem Land. Ja, ich kenn's auf dem Kinderspielplatz, kenne ich die. Ja. Das ist nur Karte, ne? Touristeninformation, hilft uns gar nichts. Nee. Das muss ich. Da steht das. Ja. Nee, hier, ja, Touristikmuseum Kaskade. Bederstraße Diekmannshausen. Ja, guck, was ist denn das? Wasserwerk. Ja. Oh nicht. So. Eigentlich nur ein Parkplatz jetzt, aber ich dachte mal, es ist eine Firma, die hier ist. Nee, das ist so ein Wasserwerk. Was handeln die denn? Das ist nichts. Kaskade, Museum, Musik und Meer. Ja, ist doch cool, war oder nicht? Was die alles so haben. Da schreibt mal in die Kommentare. Ja, guck mal da. Dann wissen wir das gleich, was das ist. Veranstaltung. Museum und Meer, will die nicht weg. Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein ist ein Wasserwerk oder irgendwie so ein Scheiß. Das ist ein Wasserwerk, das ist ein Wasserwerk. Michi, was ist das? Was ist das? Ja, zum Schwenkbraten will ich auch hin. Aber was ist das hier? Wasserwerk. Ich dachte, das ist eine Firma. Hab ich immer gedacht. Das ist ein Museum. Das ist ein Wasserwerk. Ja. Da wird jetzt die Leitung, die gerade bei euch verlegt wird, die geht hierher. Habe ich heute Morgen noch gelesen. Diese blaue meinst du? Bis hierher wird die verlegt. Ja, aber da steht ja Touristik drauf. Oh, geiler Peugeot, guck mal. Krass. Wieso Peugeot? Geiler Oldtimer. Genau. Ich weiß doch nicht, was das für ein Auto ist. Ja, auf den ersten Blick nicht, nö. Das ist das. Ich mach da Buick dran oder so. Ja. Und sagt jeder, boah, ist das ein geiler Buick. Mit dir einer kommen und sagen, das war ein Peugeot. Nein, glaub ich nicht. Da war der Buck wieder. Da kannst du mir noch so ein Thunderbird-Schild kriegen. Genau, der verkauft wie das alte Thunderbird. Kriegen wir die Kohle für. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Ja, hoffentlich gibt's hier. Am Schwenkbraten am offenen Kamin zubereitet. Perfekt. Das ist genau vorm Feuer sitzen. Ja. Vorm Schwenkbraten. Wenn das heute ist. Wir nicht so weit laufen müssen. Das wäre geil. Heute ist ein bisschen später. Jetzt haben wir den Astra abgeholt, den wir gestern im Video gekauft haben. Dann sind wir gleich wieder in Friedeburg. Sind schon wieder am Nachbarort unterwegs. Das läuft schon mal nach Plan, würde ich sagen. Jetzt habe ich also mein Oldtimer getankt. Jetzt gleich auf große Reise. Wir laden gleich in der großen Halle ab, würde ich sagen. Das Trocken und das Licht. Ja, das und kein Regen. Für alles, was kein Regen ist, ist nämlich gut, glaube ich. Endlich ist dieser seltene Oldtimer mal wieder nass. Ich habe hier in die Blattfedern eingehakt.
Schön, ne? Endlich mal ein bisschen nass geworden, die Karre. Ja, nicht immer diese ganzen Oldtimer-Treffen und diese, was ist das, Politur? Der muss richtig genutzt werden. Oh, die Politur, der war auch noch nie gesehen, du. Da lebt sein Leben. Nee. Ja, ich glaube, der stand mal irgendwo bei ihm in dem Garten, Ewigkeiten. Und dann kam so ein Holländer und hat sich dann Spaß rausgemacht. Ja. Und dann hat er sich wieder so eine Gurkenrestauration rausgemacht. Ja. Ich bin nicht die erste Gurke, die ihn besitzt. Kanister, ne? Der hat den Kanistertank gehabt, ja. Dann haben die aber noch den Originaltank angeschlossen. Ich glaube, die haben die Leitung schon fertig gelegt, schätze ich mal. Was sieht denn so aus? Ja. Weil, lass mal, da hat so einen geilen Filter gekauft. Hast du den Filter gesehen? Ja. Der ist ja größer als ich. Ja, das ist echt Hammer, das Ding. Der ist echt Hammer, ja. Also technisch sieht er echt gut aus. Also ich habe schon ein paar Sachen unter dem Auto gesehen, die den gar nicht mal so schlecht machen. Aber die Frage ist jetzt, wie funktioniert das alles? Wo ist Licht? Bremse, Gas, habe ich alles gefunden, das weiß ich immer. Das Ding. Wir werden es herausfinden. Und wie ist mein neuer Astra überhaupt? Vater meint, der fährt scheiße. Ja, ich glaube, der ist schlechter wie der Peugeot. Also mal eben so für euch so nebenbei. Ich habe den Wagen wirklich, der hat 150 Euro gekostet. Ein 150 Euro Astra. Da können wir dann eine Videoreihe raus machen. Der 150 Euro Astra, Alter. Und dafür ist ein Astra H ganz schön selten, ne? Ich würde sagen, optisch ist der gar nicht so scheiße. Ja, doch schon. Spachtelgeschichten hat er ein bisschen hier, siehst du? Ja, die Kanten. So ein Profilackierer wie ich muss das mal nacharbeiten. Keine Anhänger gucken und dafür war PDC ein Jahr über den TÜV. Ja, seit meinen letzten Jahren. Perfekt. Kostet jetzt eine Ordnungswidrigkeit. Und dann diese geilen Stahlfelgen, die aussehen wie Alufelgen. Ja. Finde ich auch gut. Sind ja nur diese Kappen drauf da, ne? Genau. Und ist ja fast witziger. Wie ist der innen so? Was für ein Sauber, haben wir mal ausgesorgt für uns. Oh, also er war echt in Ordnung, ne? Sind irgendwelche Warnlampen, Mann? Ja, ja. Da hier die Werkstatt leuchtet. Die ja, die ist nicht so. Sonst sind alle weg. Hier war eine, hier unten. Die ist. Ah, er hat er doch, wenn er keine Warnlampe. Hat er auch noch. Wenn er keine Warnlampe an ist, keine böse, hat der Wagen auf jeden Fall Potenzial. Ja, das andere ist nur Verschleiß. Das sag ich auch. Das ist, hinten hängt die irgendwie die Bremse, die schnurrt da hinten. Ja. Fensterheber? Geht auch noch. Ja. Radio geht auch. Kommt mal. Radio, ja, Radio ist am Start. Lüftung ist am Start. Klimaanlage hat er auch. Ja, Klimaautomatik hat er sogar. Oh ja, hier. Oh ja. Der Bock fällt schon auf. Die Handbremse hängt, glaube ich, oder? Die Handbremse ist null. Die geht gar nicht. Da hat mir schon mal ich glaube, ich glaube nicht mal, dass die normale Bremse hängt. Ich glaube, dass die Handbremse hängt. Ja, ja, die Handbremse schleift. Die sehen nämlich gut aus. Guck mal, wie schön. Leuchtet mal nach. Der hat eine Trommel in der Handbremse, glaube ich, ne? Ja, ja, da weiß ich, aber guck mal, die Scheiben sehen doch jetzt gut aus. Naja, die sind gar, Alter, komplett. Ja. Oh, Junge! Da hat er reingefräst. Da musst du mal angucken. Ja. Richtig reingefräst. Ja, ja, gut, die ist gar, die Bremse. Ich sehe das hier. Besser als die Handbremse. Handbremse ist scheiße Arbeit. Die geht aber auch nicht. Also. Nee, die geht überhaupt nicht. Du musst beides gemacht werden. Oh, und ich. Die ist komplett gar, die Bremse hinten. Naja, gut, den Weg hier hätte er ja noch geschafft. Aber den Weg hier weg, so nicht. So, kann man das. Ist so ein schönes Auto. Das komm. Ist ein schönes Auto. Ja. Der hat ein bisschen viel gelaufen, muss man sagen. Ja. 280 oder so dafür Uhr. Der Motor hat nichts, der klingt echt gut. Ja. Hat er auch gesagt, der garantiert mir auf nichts bei dem Auto. Aber der Motor läuft gut, sagt er. Ja. Und die Reifen sind Schrott, habe ich auch gesehen. Michelin-Reifen von 2011. Total runter. Ja, also da muss gerade mal gucken. Ich glaube schon, dass wir die wieder hinkriegen. Der hat Potenzial, definitiv. Scheinwerfer mal aufpolieren. Die kriegt man wieder hin. Die kriegt man wieder alles hin. Also, und der Lack ist auch nicht so schlimm. Nee. Guck mal, das hier ist ja schon wieder einladend dafür, dass es wieder eine Allroad-Lackierung wird. Schön in grün. Die kriegen wir hin. So, ich fahre den mal auf dem Hof. Haben wir den schon mal aus dem Weg? Und dann würde ich sagen, machen wir mit dem da weiter. Am Motor läuft gut, sagst du, ruckelt der irgendwie oder so? Nö, ich kann ja nicht schnell fahren. Weil nee, würde ich mit dem Bremsgeräusch auch nicht machen. Und das ist auf jeden Fall mindestens ein Radbremser in der Tod bei dem Ding. Ein Bremssattel. Oh, Junge. Hätten wir das gewusst, hätten wir mir einen Trailer geholt. So, Licht geht. Was sonst? 280 Euro, das ist schon ein bisschen was. Na ja, gut, da haben wir schon schlimmere Fälle gehabt, aber Astra, der hat ja gefahren, der Familie in der Auto. Das ist ein 2004er, müsste ja der erste sein.
Na gucken. Mal schauen. Oh ja, Gordon hat den Vectra rausgeschoben, schätze ich, weil. Ja klar, die Pumpe ist ja nicht da. Also die Dingsen ist nicht da, die Zündung. Alter, wo packt das jetzt? Stell ich die Kerle denn jetzt hin? Ich hätte schon wieder innerhalb von 2 Tagen so viele Autos angesammelt, bekloppt. Ja, was meint ihr? Hättet ihr diesen Wagen für 150 Euro auch gekauft? Also, ich denke schon, oder? Und der Besitzer war auch sehr, sehr freundlich tatsächlich. Er hat auch gesagt, Max, du pass auf hier. Der garantiere ich da ist frei. Garantiert dir für nichts so, weil Motor läuft von dem Auto. Der hat immer so zuverlässig A nach B gebracht, aber beruflich. Es ist leider nicht mehr drin für ihn, jetzt dieses TÜV zu bezahlen für die Kiste. Und dann ist er bei mir gelandet. Total nett. Schönes Auto. Aber die Bremse hinten ist total fritte. Junge, Junge. Aber das ist ja Verschleiß. Technisch macht er den ganz soliden. Ist soliden Eindruck. Gut, doof gelabert, aber ich weiß, es geht um ein anderes Auto. Aber diese Autos sind auch wichtig, weil die bezahlen tatsächlich auch meine Rechnungen. Ne? Denk immer dran. Weil Autohandel ist ein sehr wichtiger Teil unseres Geschäfts. So, gut, da geht's hier im Programm. Das geht auch. Immerhin. Flexen könnt ihr noch für Eisdiele. Lassen wir mal auf, sonst klaut ihn nachher noch einer. Wenn er abgeschlossen ist, dann denkt man vielleicht, dass man den klauen will. Offene Autos glaubt man noch nicht, oder? Hast du nicht in der Öl geguckt vorhin? Natürlich nicht. Eben. Alter, komm, dann ist die Garantie gerade erst abgelaufen bei dem. Ja. Wo ist das Problem? Das wird er ja vorher noch gemacht haben, oder? Ja, Ölwechsel eben schnell, ja. Ja. Der 70 hat sich irgendwo vorgesetzt. Ja, die haben gemacht. So, oh, jetzt wollen wir mal gucken. So. Pop. Da geht's schon los. Jetzt Bremse, tritt zur Bremse, ja. Jetzt geht alles. Bremse. Lass Bremse mal los. Bremse? Loslassen sollst du nicht. Ja, die bremst. Dauerbremse. Ja, dauerbremslich, ja. Ah, Bremse scheint ja hinten. Und hier, kennst du deine Belastung auch, alles gut. Ja,
Also Fernlicht geht. Blinker habe ich nicht so ganz verstanden, aber der hat mehrere Funktionen. Der hat nämlich hier drin noch. Das ist da nicht an. Das müsste doch eigentlich, das sah anders aus. Ja. Ja. Blinker muss da hoch und runter, oder nicht? Was ist das hier überhaupt? Keine Ahnung. Das ist ein kleiner Kippschalter hier. Der hat hier. Der ist doch selbstverstörend. Was macht der denn? Die Luke da oben. Also der Kippschalter hat 1000 Stellungen, dieser hier. Aber keine Funktion. Doch. Nee, doch nicht. Nee. Das ist die Zündung. Immerhin geht der Scheibenwischer. Ja, der hat sogar mehrere Stufen. Aber die kennen wir alle oder aus eigentlich. Ja, ja. Was ist jetzt hier mit Blinker? Versuchen wir jetzt. Der Blinker blinkt nicht. Guck hier. Kannst du daran wackeln? Also hier ist kein Blinker drin. Musst du den hier drehen oder was? Weil hier. Das ist der Lichtschalter. Das ist der Lichtschalter. Drehen ist Lichtschalter. Was meinst du mit hier? Ja. Komm rein! Kannst du da rauskommen? Was ist denn mit dem hier? Was ist das? Oh! Da ist er doch. Ja, ja, blinkt. Hier nicht? Hier ja. Hä? Komm mal anders, Leute. Ja, jetzt geht's. Oh. Einmal hat er das. Besser als kein Mal. Kann er so blinken. Relais ist nicht mehr so geil. Ja. Das ist auch ein geiler Blinker so. Aber notfalls geht das. Der kommt da hin. Meinst du, der hat vorne original Blinker? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat nur den Winker. Der hat nur den, aber der Winker winkt nicht mehr. Auf der anderen Seite, du kannst dich ja von vorne und von hinten sehen. Von ja, genau. Reicht es ja eigentlich aus, ne? Der hat nur den Winker, mehr hat er nicht. Aber der Winker winkt ja nicht mehr. Wenn du mal einen Dachgepäckträger drauf gehabt, was ist das hier? Wenn er einen hätte, ich hätte gerne einen. Hat noch einer so ein Ding? Ja. Ich stelle mir richtig wild vor auf der Karre. Da muss man ein Relais zwischen. Ja, okay, dann würde ich sagen. Und dann gucken mal, wa? Das war ein Uber, wa? Ja. Dann macht ja Sinn. Euer neuer Sprit tut ihn ganz gut, ne? Merkt das? Ja. Wie schön weniger Scheiße er jetzt läuft. Ja, die Ventile freuen sich auch. Oh, endlich kein Blei mehr. Ja, endlich bleifrei. Ja. Ja, in der Halle kriegt er gleich Blei. Hab ich ja da. Ist ja nicht so, dass ich... Das ist gar nicht so wichtig. Nein. Da ist so viel eine Ventile noch drin, was sich reingezogen hat. Das dauert 80.000 Kilometer, bis das wieder rauskommt. Aber ich würde sagen, technisch ist er gut. Ja, ist gut. Ja, 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 wir den Bremslichtschalter müssen wir mal gucken. Sicher, dass das Bremslicht ist? Ach, die Hälfte. Dann hängt der, da müssen wir beim Hauptbremslicht mal ein bisschen rumklopfen. Da hat die Wasser gezogen, die Scheiße. Gut, kann man ja auch mal hier, das ist doch egal. Da hast du zu, man muss das Licht kannst du auch da ausstellen. Den Licht kann ich nur da hinten ausmachen. Aber wir müssen den K30 eben noch im Anhänger abhängen oder wieder hinstellen, die gerade schon drin sind. Aber bevor ich das hier mache, verabschiede ich mich von euch. Das war jetzt Teil 1 zu unserer Old-Gurktimer. Ja, ja, Mann! Zu unserem Gurktimer. Wenn ihr mehr sehen wollt, haut ein Abo rein und ihr seht das morgen sowieso. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Runter!